Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich werde mal wieder ein bisschen rauszoomen. Macht sich jetzt bei dem Fire TV Stick besser, wenn ihr mich seht und euch das zeigen kann. So, wir packen erstmal den eigentlichen Fire TV Stick an sich aus. Richtig aus. Weil wir haben jetzt nur Vor-Unboxing gemacht, da hatte ich ja noch die Folie drum gelassen. Und, ach da. So. Und da haben wir den eigentlichen Amazon Fire TV Stick, auch matt, und die Amazon Schrift mit dem Pfeil da unten ist wieder Klavier. So, ich hatte euch gesagt, ich erkläre euch mal, was das ist. Wenn ihr das bei euch im Fernseher drin steckt, kommt an den HDMI und euer Fernseher das an der Seite hat und ziemlich weit vorne hat und das so überguckt und ihr das nicht wollt, dass es überguckt, sieht ja scheiße aus. Steckt ihr das in den Fernseher? Steckt darauf den Fire TV Stick und das könnt ihr dann einfach hinten rumlegen und fertig ist. Ist eine kleine Verlängerung. Finde ich sehr geil. Hätte auch noch ein Stück länger sein können, meines Erachtens nach, aber reicht aus, würde ich sagen. Dann haben wir auch einen nahtlosen Übergang, was ich hier sehr schick finde, zum Fire TV Stick. Da haben wir so eine kleine Spalte, aber so auch hier matt. Also nahtloser Übergang. Dann haben wir hier so ein USB-Kabel. Oh, der ist aber schön lang. Oh, und gummiert. Der ist rutschfest. Der ist so eine ganz komische Gummierung. Da haben wir einmal so einen normalen USB. Seht ihr das? Einen dickeren, so einen normalen USB. Mit da USB-Logo und dann haben wir hier noch so einen kleineren, so ein Mini-USB, will ich mal nennen. So, der dicke kommt nämlich hier unten drin. So. Also im Gegensatz zum Fire TV Box, ach Gott, ist das hier mit USB versehen. Bei meiner Fire TV Box ist das ja ein fester Kabel. Aber auch hier schön mit diesem Amazon. Ja, finde ich sehr nice. Ich lasse natürlich die Folie hier erstmal drauf. Umso länger ist er geschützt, aber hier seht ihr das so. Ja, finde ich sehr nice. Und das kommt dann einfach hier oben an den USB, der hier vorhanden ist, ran. So. Und das ist auch schon das Ganze, was wir beachten müssen. Der kommt so in den Fernseher. Der kommt in eine Steckdose. Der versorgt den ganzen Stick mit Strom. Der hat auch WLAN. Und mehr brauchen wir nicht. Ja? Dann haben wir natürlich jetzt hier noch die Fernbedienung. Die Anleitung brauchen wir jetzt nicht großartig durchnehmen, weil das Ding ist selbsterklärend. Also ja, also die ist wirklich selbsterklärend. Hier haben wir jetzt natürlich kein Mikrofontaste für wo geht nicht auf, wo geht nicht zu? Für ist da nicht die Möglichkeit. Für Sprachsteuerung haben wir jetzt hat er gemacht. Ein Stück nach vorne und dann zurück, dann geht's. Haben wir hier nicht, brauchen wir auch gar nicht. Wir können dafür unser Handy nehmen, oder was weiß ich. Überleg nochmal schnell was kontrollieren. Kommen die wirklich plus plus? Ja, plus plus. Muss mal kurz was kontrollieren. Meine Box ist nämlich gerade aus. Gut. Ich habe mal geguckt, ob dadurch vielleicht Probleme mit meiner Box sein könnten. Ich gucke auch noch mal, ob hier irgendwie ein Schutz ist. Nicht, dass ich hier wieder irgendein Plastikpinöbel vergesse. Nee. Ja, das war's auch.
So. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich mal im. Also hier haben wir noch Heft. Achso, hier ist nochmal erklärt, für was ist. Batterien sind drinne. Vor, zurück. Startseite. Pause. Menütaste. Navigation. Also Anleitung für Dummies. Also braucht kein Schwein. Also der braucht es okay, aber ich brauche es nicht. Da ich ja nicht, weil ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Nee, weil ich kenne die Fernbedienung ja von meinem Fire TV TV, also von meiner Box. Hier, der einzige Unterschied, was hier ist, ist, dass es alle ein Stück weiter hochgerutscht ist und dass ich hier oben mein Mikrofon-Button nicht habe. Sonst ist das im Prinzip die gleiche Prinzip. Und ich werde die jetzt auf jeden Fall mal anschließen mit euch im nächsten Video. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.